Herzlich willkommen, der NRW Boy 18 hier. Ich begrüße euch zu Siberia 2. Nicht allzu lange musstet ihr drauf warten. Ich wollte eigentlich auch noch ein bisschen damit warten, aber der ein oder andere hat es sich gewünscht und ich persönlich möchte natürlich auch wissen, wie es weitergeht hier mit Kate Walker und Oscar, unserem Lokführer. Und all den tausenden Automaten und. Siberia 1 ist am Ende ja ein sehr offenes Ende, klar, weil es jetzt hiermit fortgesetzt wird. Und ich bin mehr als gespannt, wo uns die Reise jetzt hinführt. Tja, Freunde, bevor es losgeht, schauen wir hier nochmal in Siberia 1 rein, um halt nochmal so ein bisschen auf den Kurs gebracht zu werden, um was es eigentlich ging und wo wir jetzt weitermachen werden. Und im Anschluss wird es dann losgehen mit dem eigentlichen Spiel. Es ist für mich logischerweise ein Blindrun, wie die ganze Reihe logischerweise. Ich habe hier schon reingeguckt, alles mir eingestellt, so mit Untertitel aus und sowas alles. Und ja, ansonsten noch nicht wirklich viel gemacht. Das heißt, wir schauen uns jetzt erstmal in Ruhe die Rückblende zu Siberia 1 an. Viel Spaß! Die Anwaltskanzlei Marson & Lawmond hat im Auftrag eines bedeutenden multinationalen Unternehmens die New Yorker Anwältin Kate Walker nach Europa geschickt, um den Aufkauf der Automaten- und Mechanikspielzeugmanufaktur Vorarlberg abzuwickeln. Kate begibt sich in das Dorf Valladilène im Herzen der französischen Alpen. Sie hat nicht vor, länger als 48 Stunden zu bleiben. Aber leider muss sie feststellen, dass es einen seit vielen Jahren verschollenen Erben gibt, Hans Vorarlberg. Kate muss ihn unbedingt finden, da der Verkauf ohne seine Unterschrift nicht stattfinden kann. Beim Besuch der leerstehenden Fabrik macht sie die Bekanntschaft eines hochperfektionierten Automaten namens Oscar. Maschinist einer im Bahnhof stehenden seltsamen Lokomotive. In der Hoffnung, der Zug möge sie zu seinem Erschaffer Hans Vorarlberg bringen, geht Kate an Bord. Ungeachtet aller Warnungen ihrer Angehörigen und aller Drohungen ihres Chefs, lässt sich Kate auf eine seltsame Reise ein, die sie von Bahnhof zu Bahnhof und immer weiter gen Osten führen wird. Auf den Spuren der Vergangenheit Hans Vorarlbergs stößt Kate immer wieder auf seine Erfindungen und auf Personen, auf die er einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Sie stellt fest, dass es sich um einen genialen Erfinder mechanischer Konstruktionen handelt. Und während sie beginnt, sein Leben zu rekonstruieren, begreift sie, warum er immer weiter nach Norden floh, nach Sibirien. Auf der Suche nach den letzten Mammuts. Nachdem Kate ein von den Wunden des 20. Jahrhunderts gezeichnetes Europa von West nach Ost durchquert hat, trifft sie endlich auf Hans Vorarlberg. Einen alten Mann, müde und krank, aber immer noch von seiner Idee besessen. Kate scheint heute einen Strich unter ihr früheres Leben gezogen zu haben. Sie hat beschlossen, Hans Vorarlberg bis zum Ende seiner Träume zu begleiten. Bis zur mystischen Insel Siberia. Ja, herrlich, oder? Eine sehr, sehr schöne und gelungene Rückblende, wie ich finde. Hat bisher keine andere Spielereihe gehabt, dass man hier in der Fortsetzung sich nochmal eine so schöne Zusammenfassung des vorherigen Teiles anschauen konnte. Herzallerliebst. So, jetzt aber auf in den zweiten Teil. Wir starten ein neues Spiel und los geht's. Gibt es Neuigkeiten von Kate? Nein, noch immer nichts. Sie hätte bereits seit Wochen wieder in New York sein sollen. Herr Marson, ich fürchte, da ist nichts mehr zu machen. Die sehen wir nicht wieder. Ruf sie an! Siberia ist eine Insel. Eine Insel irgendwo im Meer. Die Leute sagen, Siberia gäbe es nicht. Aber die Leute irren sich. Die ganze Insel ist mit hohem Gras bewachsen. Ein seltsames Gras, das im Schnee wächst. Die Mammuts fressen es unaufhörlich. Sie sind unersättlich. Hans, Sie müssen sich jetzt ausruhen. Sie haben hohes Fieber. Bringen Sie mich nach Siberia, Kate. Mammuts, Siberia, all das ist doch nur ein Traum, Hans. Ein Kindheitstraum. Schwören Sie es mir, Kate. Sie antwortet nicht auf unsere Nachrichten. Versuch es nochmal, Herrgott, immer wieder. Hallo? Fräulein Walker, einen Moment bitte.
Ich... Gib schon her! Hallo, Kate? Kate, aber so antworten Sie doch. Ich verstehe ja, dass Ihr letzter Auftrag kein Zuckerschlecken war. Glauben Sie mir, die Firma wird sich erkenntlich zeigen. Kate, Sie müssen jetzt wieder zurückkommen. Ihr Platz ist hier, in New York. Bei Ihren Kollegen, Ihren Freunden. Ihr Leben, Kate. Kate? Kate? Kate Walker! Ich schwöre es Ihnen, Hans Vorarlberg. Wir fahren nach Sibirien. Wow. Ja, super, da sind wir auch schon im Spiel. Ah, es ist wieder wunderschön gemacht, dass sie ihrem alten Leben sozusagen den Rücken zuwendet und Hans verspricht, dass wir nach Sibirien fahren. Ich habe in dem ersten Teil am Ende oder gegen Ende immer was Falsches gesagt und nicht Sibirien, was auch immer. Aber ihr wisst, was ich meine. So. Also, wir sind wieder an Bord unseres wunderschönen Zuges. Oskar ist wahrscheinlich hier wieder in irgendeinem Bahnhof gestrandet, weil der Mechanismus wieder sich entspannt hat und wir jetzt ihn wieder neu aufziehen müssen. So, wir schauen uns mal den Zug an. Ah, guck mal. Die Zylindermaschine von Hans. Noch etwas, woran Hans seit seiner Ankunft an Bord herumgebastelt hat. Hier hat sich aber einiges verändert. Und ich finde es wunderschön, dass man exakt das gleiche Setting hier wieder benutzt hat. So findet man sich direkt wieder heimisch und weiß... Ah, guck mal hier. Genau. Und weiß, wo man hingucken muss. Die Mammutpuppe von Hans. Oder auch nicht. Ah, da können wir noch weiter. Okay. Gehen wir mal nach Hans. Der müsste doch hier hinten sitzen. Irgendwo. Oder? Ich höre ihn doch. Hansilein, du musst nicht traurig sein. Da ist er doch. Wo ist die? Gott, war der schon immer so klein? Guten Tag. Guten Tag, Kate. Sie hatte doch vorhin im Intro gesagt, dass er Fieber hat und er soll sich hinlegen. Warum steht er hier so und warum geht's dem so gut? Oh ja, genau, da hatte man mir im ersten Teil schon gesagt, das wird im zweiten Teil besser sein, dass hier die Konversationspunkte halt immer die gleichen sind und immer da bleiben. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob sich das wirklich verbessert hat. Hans, wissen Sie was? Ich glaube, ich bin froh, hier zu sein und Sie bei der Verwirklichung Ihres Traums zu begleiten. Dieser Traum ist nun auch der Ihre. Aha. Wann fahren wir weiter, Hans? Wenn es nach mir geht, so schnell wie möglich. Aber das entscheidet Oskar. Er ist der Zugführer. Und Sie haben es besser gemacht. Ah, das gefällt mir. Ich möchte nicht taktlos sein, aber... Meinen Sie nicht, diese Reise könnte für einen Mann Ihres Alters zu anstrengend sein? Ich werde Sibirien erreichen. Daran besteht kein Zweifel. Hans, wo sind wir? Irgendwo. Auf dem Weg, der nach Sibirien führt. Und ist es noch weit? Ein bisschen. Diese Insel. Niemand hat sie je gesehen. Kein Forscher je von ihr gesprochen. Sie ist auf keiner Karte verzeichnet. Ich weiß, dass Sibirien existiert. Sie hat extrem lange Beine, stelle ich gerade fest. Und einen extrem runden Popo. Glauben Sie, der Zug kann noch lange weiterfahren? Es schneit immer mehr und die Kälte nimmt unaufhörlich zu. Ich habe ihn entworfen, Kate. Haben Sie daran gedacht, ihn aufzuziehen? Nein, noch nicht. Dann tun Sie's, damit wir weiterkommen. Warum muss ich deinen Zug aufziehen? Wie zieht man den Zug auf? Vorne am Bahnsteig ist eine Aufziehstation. Sagen Sie Oskar, er soll sie Ihnen zeigen. Bis später. Ja, auf Wiedersehen. Bis spätst. Aber das kennen wir doch schon alles aus dem ersten Teil. Ah, das leidige Übel, immer wieder den Zug aufziehen. So, dann wollen wir mal nach Oskar. Ich bin gespannt, wie es dem geht, dem ollen Lümmel. Nein, nicht schon wieder. Unser Chef oder unser Ehemann? Freund? Ja? Kate Walker! Oh! Oskar am Apparat! Ihr Zugführer! Oskar? Ihr Zug? Haben Sie neuerdings ein Telefon? Herr Vorarlberg hat mir etwas gebastelt, das dem sehr nahe kommt.
Er hat Ihren kleinen Apparat als Vorbild genommen. Er besitzt wirklich ein erstaunliches Können. Wir sind am Bahnhof angelangt, Kate Walker. Und wo sind wir, Oscar? Der Ort heißt Romansburg. Gut, ich sehe mich mal ein wenig um. Seien Sie vorsichtig, Kate Walker. Ja, Oscar. Kate Walker, oh, wie ich ihn vermisst habe. Und wir stecken wieder alles in unseren Busen. So, dann wollen wir mal nach vorne gehen. Aha. Ich kann jetzt auch hier rein. Oh, wie geil, wie geil, wie geil. Was ist das? Was ist das für ein Raum? Das Badezimmer. Das, eine Dusche, wie geil. Bei dieser Kälte habe ich keine Lust zu duschen. Danke. Haben wir kein warmes Wasser hier? Schockschwere Not. Guck mal, das Klo... Ach nee, ich dachte, das wäre so feudal gefaltet wie in den Hotels. Aber ich glaube, das ist einfach nur ein bisschen komisch abgerissen. Aber mega schönes Badezimmer. Warum hat man das im ersten Teil überhaupt nicht mit eingebaut? Ja, schade. Bei dieser Kälte habe ich keine Lust zu duschen. Danke. Schade, 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 schade. Oh, schön gemacht, das mit der Schiebetür. Auch hier. Hä? Moment, war das damals nicht eine Tür, die nach außen aufging? Oh. War das schon immer eine Schiebetür? Oh, das werde ich aber gleich mal überprüfen. Okay, wir können auf einer Seite. Zur Lok können wir nicht. Na toll. Ich will jetzt erstmal vor nach... Oh. Rudolf, der Einbeinige. Oh, hat was fallen lassen. Was macht der da? Herzlich willkommen in Romansburg, der letzten Stadt vor der endlosen, eisigen Wildnis der Tundra. Emeljov Kubatschew, Kolonel im Ruhestand, Hüter der Reichsgrenzen und Leiter des hiesigen Gemischtwarenladens. Zu Ihren Diensten. Wir begrüßen die Reisenden in der Grenzstadt Romansburg. Zum Teufel! Schwamm drüber. Was soll ich noch hier? Was für eine Begrüßung. Servus. Nicht schlecht. Ich will aber zu Oscar. Wo treibt er sich überhaupt rum? Und wo ist der Mechanismus zum Aufziehen der Lok? Der muss doch hier ganz vorne sein. Ah, da ist Oscar. Hallo. Was für eine seltsame Stadt, Oscar. Was meinen Sie? Züge sollten überhaupt nie anhalten. Ich mag weder Bahnhöfe, Kate Walker, noch die Städte ringsherum. Nun übertreiben Sie aber. Oh, alles ist hier so düster. Und ich mag diese Häuser unter den Gleisen nicht. Mir ist das unheimlich, Kate Walker. Wir müssen vorsichtig sein. Ah, Oscar, alter Angsthase. Man ist halt, wie man ist, Kate Walker. Ich finde ihn hier irgendwie viel sympathischer als im ersten Teil. Aber vielleicht hat er auch ein Update von Hansimann gekriegt. Aber wenn ein Zug nicht anhält, wie sollen dann die Fahrgäste ein- und aussteigen können? Aber nun gut. Manchmal denke ich, ich sollte nach New York zurückkehren. Bereuen Sie Ihren Entschluss, Kate Walker? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass Sie je nach Hause zurückkehren werden, Kate Walker. Dafür ist es nun zu spät. Oscar, es ist nicht vorgesehen, dass ein Automat psychologische Betrachtungen anstellt. Tja, vielleicht hat er ja ein Update gekriegt. Hans sieht nicht gut aus. Finden Sie nicht auch? Die Begeisterung bleibt, aber das Räderwerk verschleißt, Kate Walker. So ist es wohl. So kann man es auch nennen. Manchmal denke ich, dass ich mir das alles nur einbilde. Dass Siberia ein Hirngespinst ist. Sie haben eigenartige Gedanken, Kate Walker. Es berührt mich schmerzlich, dass Sie auch nur einen Moment an meiner Realität zweifeln können. Und gar an der Realität von Herrn Vorarlberg. Entschuldigung, Oscar. Wie dumm von mir. Glauben Sie, dass wir dem Ziel nahe sind, Oscar? Auf jeden Fall wird es immer kälter. Ich persönlich habe kein Ziel, Kate Walker. Aber der Zug und ich selbst sind nicht darauf ausgelegt, ewig zu funktionieren. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie über diese Dinge nur mit Herrn Vorarlberg reden könnten. Hm. Diese Geschichte mit den Mammuts, was halten Sie davon, Oscar? Kate Walker, es steht mir nicht an, Meinungen über die Träume und Utopien der Menschen zu haben. Natürlich, gewiss. Aber eben Psychologe spielen wollen.
Am Ende unserer Reise werden wir Siberia finden. Nicht wahr, Oscar? Kate Walker, ich bitte Sie. Ich bin nicht darauf ausgelegt. Ich bin nur ein einfacher Automat. Ich weiß, Oscar. Ich hab's verstanden. Oscar, ist Ihr Zug in der Lage, weiterzufahren? Ich muss schon bitten, Kate Walker. Ich pflege ihn schließlich mit größter Sorgfalt. Ich weiß. Ich dachte nur, dass das strenge Klima hier... Er ist darauf ausgelegt, Kate Walker. Er muss nur wieder aufgezogen werden. Und Sie haben natürlich nicht vor, sich selbst darum zu kümmern. Mein komplexes Räderwerk ist sehr empfindlich. Es verträgt die Kälte schlecht, Kate Walker. Natürlich, Oscar. Natürlich. Bis später, Oscar. Auf Wiedersehen, Kate Walker. Was hat das denn, lieber Oscar, damit zu tun, dass du einfach hier nur mal den Zug wieder aufziehen müsstest? Ich meine, du stehst doch schon die ganze Zeit hier draußen in der Eiseskälte und guckst dir die ganze Zeit die Zahnräder an. Logik, wo bist du? Funktioniert natürlich nicht. Oh, es funktioniert doch. Oh. Ja, weiter, Kate. Nein, nicht wieder. Ach, warte mal. Das ist... Ja, ich muss es nur ein Stück raus und dann dahinter. Ja. Okay. Der fährt jetzt den Rest rein, ne? Ja, so rum war das nämlich. Fertig. Okay, wir können weiter. Ach, warte, wieder zurück. Sonst reißen wir das ab, wenn wir weiterfahren. 2 Sekunden aufziehen reicht für zehntausende Kilometer. Guten Tag, Oscar. Guten Tag, Kate Walker. Was? Oscar, glauben Sie, Herr Vorarlberg kann meine Fragen beantworten? Jedenfalls besser als ich, Kate Walker. Ja, so ist es wohl, Oscar. Es ist soweit, Oscar. Der Zug ist aufgezogen. Es kann losgehen. Unmöglich, Kate Walker. Warum denn? Bald werden wir extremer Kälte ausgesetzt sein, Kate Walker. Wir brauchen Kohle, um zu heizen. Da kann ich Ihnen nun wirklich nicht widersprechen. Es ist hundekalt. Sobald Sie den Kohletender aufgefüllt haben, können wir aufbrechen, Kate Walker. Mal sehen, was ich da tun kann. Bis später, Oscar. Auf Wiedersehen, Kate Walker. Ja, er schimpft sich ja Lokführer und Zugführer und wir müssen uns um die ganze Drecksarbeit kümmern. Eieieiei. Gut, dann ist das wohl der Grund, sich hier die Stadt etwas genauer anzuschauen. Das hier sieht... Oh, da guck mal, das müsste der Kohletender sein und das hier könnte ein Kran sein, mit dem wir Kohle schaufeln. Kommen wir da rein? Ja, Baby. Wobei nicht rein, sondern ran. Und jetzt. Oh. Okay. Irgendwas stimmt mit dieser Maschine nicht. Allerdings. Kann ich dann nur... Okay, ich kann nur den Hebel bedienen? Okay, also muss ich wohl dafür sorgen, dass da oben irgendwas... Was? Nein, irgendwas drin ist. Nein! Herrgott! Darauf. Gut, dann schauen wir mal in den Gemischtwarenladen. Da ganz hinten geht's nirgendwo weiter. Ach doch, da geht's runter. Okay, nee, dann will ich zuerst hier lang. Klingeling. Na, oh, schick. Was haben wir hier? Laternen? Oh, Bonbons. Ich will Bonbons. Bonbonautomaten. Lecker. Bonbonautomaten. Ja. Bonbonautomaten. Zu allen drei das gleiche gesagt. Bonbonautomaten. 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 Die Schnurrbartschere ist zurück. Komm nochmal. Bonbonautomaten. Was hast du am liebsten? Bonbonautomaten. Wo steckst du am liebsten dein Geld rein? Bonbonautomaten. Wovon gehen deine Zähne am meisten kaputt? Bonbonautomaten. Okay, Schluss jetzt. Oh, herrlich. Wieso ist denn da oben eine Leiter gewesen?
Das sind wohl Kaffeebohnen. Okay, ich möchte mich jetzt noch nicht mit ihm unterhalten, denn die Zeit ist erreicht, sonst ist der Teil wieder zu lang. Ja, aber ansonsten können wir hier tatsächlich wohl nichts machen, außer uns mit ihm hier unterhalten. Ja, Rudi, der Einbeinige. Gut, dann würde ich sagen, war das der Auftakt zu Siberia 2. Sie tanzt ein bisschen. Ich hoffe, euch gefällt's. Ich gehe mal schwer davon aus, dass es das tut. Und in der nächsten Folge geht es dann weiter auf der Suche nach Kohle für unseren Zug. Dann haben wir hoffentlich auch warmes Wasser in der Dusche. Ja. Also Freunde, macht es gut, schönen Abend noch, bleibt gesund. NRW Boy 18. Adieu.